Im heutigen Video erfährst du, was das kommende Update bei Ethereum EIP-4844 Veränderungen mit sich bringen, welche Chancen sich dadurch ermöglichen, welche Vorteile du als Investor dadurch hast. Und ganz zum Schluss teile ich auch noch meine persönliche Meinung, was das meiner Sicht aus einer Chancen-Risikoperspektive für den nächsten Bullrun das mit Abstand beste Investment ist. Jeder, der den DeFi-Space momentan auch nur am Rande mitverfolgt, der weiß, dass die ganzen Layer-2-Solutions enormst im Boom sind. Wir haben mittlerweile ein Total Value Lock von knapp 9 Milliarden und auch von der Aktivität her ist es so, dass derzeit auf den Layer 2 Solutions mehr als dreimal mehr Transaktionen stattfinden als auf Ethereum selbst. Jetzt für die ganzen Neuansteiger, die ganzen Layer 2 Solutions sind im Prinzip nur Technologien, um Layer 1, also Ethereum selbst zu skalieren und bauen auch auf Layer 1 auf. Jetzt der ursprüngliche Plan war ja, dass man Ethereum, also Layer 1, über diese sogenannten Shardchains skalierbarer macht. Aber aufgrund der Tatsache, dass sich einfach die ganzen Layer 2 Solutions hier so krass schnell entwickelt haben, haben sie dann den Punkt von der Roadmap entsprechend gestrichen, sodass jetzt der Fokus primär darauf ist, dass man die Layer 2 Solutions noch skalierbarer bekommt. Jetzt eines der nächsten Updates auf Ethereum ist das sogenannte EIP-4844, was im Wesentlichen das Ziel hat, die ganzen Layer 2 Solutions auf Ethereum, die sogenannten Rollups, nochmal deutlich mehr zu skalieren, sodass dann irgendwann mal auf Layer 2 auch mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sind und dadurch auch gleichzeitig die Transaktionsgebühren massiv reduziert werden. Mit massiv meine ich wirklich zwischen 10 und 100-fach günstiger, als wir es Stand heute haben. Wenn wir uns mal beispielsweise die aktuellen Fees anschauen, das sind hier diese lilanen Punkte, also das sind die ganzen Layer 2 Solutions. Ja, die sind zwar schon deutlich günstiger als hier Ethereum, aber immer noch deutlich zu teuer für eine Massenadoption. Und das alles soll über das sogenannte Proto-Denksharding passieren. Ein Begriff, wo sich kein Mensch auch nur ansatzweise irgendwas drunter vorstellen kann. Deshalb lass uns den Begriff mal ein bisschen weiter aufbrechen und zwar zunächst mal zu dem Sharding. Sharding ist ja das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Das ist im Wesentlichen der Überbegriff dafür, wenn man eine Datenbank nimmt und die Datenbank aufsplittet in kleinere Datenbanken, sodass das Ganze leichter zu managen ist. Du wirst allerdings nachher noch feststellen, dass das Update, was da geplant ist, eigentlich nicht wirklich was mit Sharding zu tun hat, obwohl das Sharding hier im Namen drin steckt. Und zusätzlich noch Proto und Denk, das sind nicht irgendwie Fachbegriffe oder irgendwelche komplexen Konstrukte, sondern Proto ist ein Entwickler, der dazu beigetragen hat. Genauso auch Denk, das sind einfach nur zwei Entwickler, die da primär, ich sag mal, dran gearbeitet haben, das Ganze entwickelt haben. Genauer gesagt kommt durch dieses Proto-Denk-Sharding ein neuer Transaktionstyp auf Ethereum und zwar die sogenannten Blobs. Und was diese Blobs so besonders macht, und jetzt mal stark vereinfacht, ist die Tatsache, dass ein Teil der Daten einfach nur für eine gewisse Zeitmenge gespeichert werden und dadurch im Allgemeinen der Speicher für diesen Transaktionstyp nochmal deutlich nach unten gesenkt werden kann, wodurch man im Prinzip die ganzen Rollups, also diese ganzen Layer 2 Solutions, massiv skalieren kann, ohne dass sie an Sicherheit oder Dezentralität dafür verlieren. Und sicher hast du schon mal im Crypto-Space, zumindest wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, von diesem Blockchain-Dilemma gehört, was im Wesentlichen aussagt, dass man immer nur zwei von drei Dingen erreichen kann. Beispielsweise kann ein Projekt maximal dezentral sein und maximal sicher, aber dafür ist es dann weniger skalierbar. Oder es kann skalierbar sein und dezentral, aber dafür ist es dann weniger sicher. Oder auch umgekehrt, was das Blockchain-Dilemma ebenfalls aussagt, dass man beispielsweise, wenn man eine Komponente verbessert, beispielsweise die Sicherheit, dass es dann immer zulasten geht der Dezentralität und der Skalierbarkeit. Jetzt, das ist zumindest die Theorie. In der Praxis zeigt dieses Update EIP-4844, dass dieses Blockchain-Dilemma eben nur ein Modell ist. Das heißt, eine ganz starke Vereinfachung von der Realität. Denn was durch dieses Update im Wesentlichen passiert, ist, dass die Skalierbarkeit von den Layer 2 Solutions massiv nach oben geht. Also wie gesagt, wir reden ja von Fees 10 bis 100-fach geringer. Das heißt, Skalierbarkeit geht massiv nach oben, ohne dass die Dezentralität und Sicherheit wirklich negativ beeinträchtigt wird. Und genau deshalb, weil man hier eben solche starke asymmetrischen Vorteile hat, gehen auch viele Entwickler bei Ethereum so weit, dass sie sagen, dieses Update EIP-4844 ist fast ein No-Brainer. Und anders als bei Merge wird durch dieses Proto-Denk-Sharding nicht so irgendwie fundamental an der Ethereum-Blockchain geändert. Die Ethereum-Blockchain wird danach 1 zu 1 gleich weiterlaufen. Nur bekommen sie zusätzliche Funktionalität über diese Blobs. Jetzt für die ganzen Techies, die sich da ein bisschen tiefer reinfuchsen wollen, da kann ich euch den Artikel empfehlen von Vitalik Buterin. Ich würde allerdings sagen, dass es technisch und auch intellektuell durchaus anspruchsvoll ist. Habe ich euch aber unten verlinkt. Jetzt geplant ist, dass dieses Update noch irgendwann in Q3 oder Q4 im Jahr 2023 live geht. Das heißt, noch dieses Jahr entsprechend kommen. Und das sind dann durchaus sehr bullische Nachrichten für alle, die derzeit beispielsweise schon Optimism benutzen oder beispielsweise Arbitrum benutzen. Weil wenn dann tatsächlich die Transaktionsgebühren so tief fallen, dann zahlst du einfach nur für den Versand von irgendwelchen Tokens oder beispielsweise für einen Token-Swap, zahlst du dann als Transaktionsgebühr weniger als einen Cent. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit. Also ich selbst bin ziemlich gehypt, was die ganze Entwicklung auf Ethereum angeht.
Ich persönlich freue mich auch mega auf den Moment, wenn dann die ganzen DeFi-Protokolle, die ganzen großen etablierten DeFi-Protokolle auch endlich mal auf Layer 2 verfügbar sind. Wie derzeit haben wir nur, ich sag mal, einen kleinen Bruchteil von den ganzen Protokollen auf Layer 2. Oder teilweise ist es auch einfach so, dass es die Version auf Layer 2 einfach, ich sag mal, von der Funktionalität her noch ein bisschen eingeschränkt sind. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn irgendwann mal tatsächlich der Großteil von DeFi dann auf Layer 2 ist. Und vor allem auch wird es spannend zu sehen, welche neuen Use Cases gerade durch diese geringen Fees einfach ermöglicht werden. Weil wenn einmal die ganzen Transaktionsgebühren tatsächlich unter einem Cent sind, dann könnte ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass solche, ich sag mal, Use Cases wie beispielsweise Decentralized Social Media oder lauter solche Sachen, die einfach davor aufgrund der Kosten nicht möglich waren, dass man sowas dann tatsächlich auch von einer Blockchain ordentlich umsetzen kann. Also da wird es wahrscheinlich neue Use Cases geben, die wir uns Stand heute noch gar nicht wirklich vorstellen können, wenn die einfach Stand heute schon rein aus Kostensicht gar keinen Sinn ergeben würden. Ich wurde auch erst vor kurzem gefragt, was aus meiner Sicht von einem Chancen-Risiko-Verhältnis für den nächsten Bullrun das beste Investment ist. Und ich musste da durchaus eine Weile nachdenken, habe auch dann meine E-Mail-Abonnenten einfach mal gefragt, was die denn denken, was das beste Investment ist. Aber ich selbst bin zu dem Entschluss gekommen, dass für mich persönlich konservativ gehebelte Ether auf Liquidity von einer Chancen-Risiko-Perspektive in Abstand das attraktivste Investment sind. Warum Ether? Ich meine, das heutige Video war einzig und allein um Ether. Ihr seht die ganze Entwicklung, die da momentan stattfindet, wie schnell das momentan geht mit den ganzen Layer 2 Solutions. Auch Ether hat mittlerweile den Test der Zeit bestanden, was die allermeisten Altcoins nicht tun. Für die allermeisten Altcoins, wie gesagt, nur einen Zyklus gut performen und dann immer mehr an Bedeutung verlieren. Und bei Ether ist es einfach nicht der Fall, dass es auch von Zyklus zu Zyklus relativ gut performt hat. Und gleichzeitig das Ganze kombiniert mit Liquidity, was aus meiner Sicht einfach der, ja, eines der sichersten und effizientesten DeFi-Protokolle ist, was wir derzeit im Markt haben. Und das dann einfach kombiniert, denke ich, da steht einfach das Chancen-Risiko-Verhältnis unglaublich gut für den nächsten Bullrun, dass man mit einem, ich sag mal, überschaubarem Risiko eine brutale Upside hat. Aber ja, geht's noch besser? Ich denke ja, aber nur ein einziges Investment könnte das aus meiner Sicht tatsächlich schlagen. Und das ist natürlich ein Investment in sich selbst, indem man seine eigenen Skills nochmal vorantreibt, indem man einfach, ja, indem du dich einfach selbst verbesserst, weil beispielsweise nur ein Buch, was vielleicht 10 € kostet, könnte irgendwann mal in der Zukunft dazu führen, dass du Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende mehr verdienst. Von daher gibt es wahrscheinlich kein Investment, das aus einer Chancen-Risiko-Perspektive dieses Investment in dich selbst tatsächlich schlagen kann. Falls du ebenfalls Zugang zu meinem Newsletter haben möchtest, kannst du dich unten in der Beschreibung gratis eintragen. Das führt zu diesem Link hier. Da kannst du hier entsprechend deine E-Mail eintragen und dann bekommst du ein bis zweimal pro Woche den entsprechenden Newsletter gratis zugeschickt.